Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben den 19. März und es ist 17.38 Uhr. Verfalltermin ist rum. DAX schließt bei 14.621, wenn ich das hier ohne Brille richtig sehe. Das war für den Index eine olympische Woche, getreu dem Motto Citius, Altius, Fortius, schneller, höher und stärker. Und irgendwann ging ihm das Dope aus. Das Dope, was die Fed ist, das Dope, was die EZB ist. Irgendwann wollte er nicht mehr. Aber ich finde das absolut völlig in Ordnung. Was der hier geliefert hat in der letzten Woche, das war schon sensationell. Ich bin der Meinung, beim DAX ist der Deckel drauf. Und jetzt würde ich mal versuchen, das zu begründen. Zum einen, wir sind außerhalb von diesem Trendkanal und von diesem gewesen. Sind aber jetzt wieder drin. Momentan handeln wir bei 14.607. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die stark aufgegangenen Bänder, erinnern Sie sich dran, hier waren das 300, ich glaube es waren 41 Punkte, habe ich nicht nachgerechnet. Und jetzt schauen Sie mal, wie weit die Dinger jetzt hier auseinander sind, dass der Bewegung entgegengesetzte Band ändert die Richtung. Das heißt für mich entweder seitwärts oder korrektiv. Für ein Korrektiv ergibt sich die 10-Tage-Linie hier, die ist am Montag bei 14.628. Die ist aber nicht so wichtig wie, da komme ich gleich da auf die 20-Tage-Linie. Als nächstes haben wir hier die Unterstützung, die haben wir ganz kurz gesehen, das ist eine kleine, die kommt von einmal hier von dem Hochpunkt, den wir hatten an diesem Tag und hier von dem Tiefpunkt, das ist die 14.400. Das ist die nächste Chart-Unterstützung. Und dann kommt schon die 20-Tage-Linie, die liegt am Montag bei 14.289. Eine ideale Korrektur wäre Back-to-Breakout. Hier runter auf die rund 14.200, ich runde leicht. Die gleitenden Durchschnitte sind weiterhin in Ordnung, da ist eigentlich alles fein, aber das Band macht mir Sorgen, dass wir wieder in den Kanal rein sind, finde ich merkwürdig oder zumindest eher leicht negativ. Ich habe noch kein Verkaufssignal über das MACD, da fehlt mir hier noch ein kürzerer Balken über das Histogramm und ich habe auch noch kein Verkaufssignal über den Oszillator, der ist fett überkauft. Aber es ist noch kein bei mir gültiges Verkaufssignal. Idealerweise gehen wir also hier runter bis zu 14.200, sagen wir mal in den nächsten 8 Handelstagen. Das wäre perfekt. Er kann aber auch seitwärts wegdrehen, glaube ich aber nicht. Nur denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in den nächsten Handelstagen ein neues All-Time-High machen, die halte ich für sehr gering. Ich habe euch mal Scheine mitgebracht. Und zwar einmal hier. Warte mal, bevor ich die Scheine zeige, kann ich das hier nochmal zeigen. Das ist nämlich auch noch ein Argument für mich. Das ist mein Trader Wingman mit meinen Formeln. Und wenn der jetzt hier durchläuft, müssen wir mal schauen, hier habe ich ein Verkaufssignal nach dem anderen. Microsoft, Hugo Boss, Freenet, TripAdvisor, Vinci, Amazon, Tesla, BMW. Die hecheln alle und die brauchen Pause. Und dann gibt es dann hier noch mal Boss, HelloFresh und hier kommt nochmal, wird es bestätigt, nochmal mit Vinci. Und das geht, ich könnte die Liste jetzt hier einen halben Meter hoch trollen, dann würden Sie das alles sehen. Das ist auch noch ein Argument für mich, dass der Markt echt mal eine Pause braucht und die hat er sich verdient. Jetzt mal zu den Scheinen hier. Ich bin heute hier und jetzt kein Freund von Calls, ich meine, das kann man abwarten. Entweder über diese Seitwärtsbewegung, die vielleicht nur so leicht abfällt, oder die, was ich bevorzuge, ideale Korrektur bis runter zum Back-to-Breakout 14.200. Deswegen muss ich einen Schein suchen, der da drunter liegt. Und ich habe mich für den entschieden hier. Das ist ein 14.108er. Das ist die GH2Y9J. Tja, aber mit diesen Vorzeichen hier überall wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wann ich den kaufen sollte. Ich rechne damit, dass wir immer mal wieder so eine Gegenbewegung bekommen, weil so einfach gibt er nicht auf der Markt, das glaube ich nicht. Aber ich denke auch, er hesitiert vor der 15.000 ein bisschen. Ich möchte jetzt hier nicht als der, tja, wie soll ich sagen, Apologet des ewigen Shorts sein, aber oder gelten. Aber ich sehe einfach, dass hier oben der Deckel drauf ist. Das ist meine Meinung. Gucken wir mal nach dem Put. Wer das mal verfolgt hat im DAX-Trader von Finanzen.net, der kennt diesen hier. Gustav Dora 8 Friedrich Gustav Anton GD8FGA, mit dem habe ich in dieser Woche ziemlich viel rumgespielt. Der war zu Beginn der Woche über 15.100, ist im Moment bei 15.097. Ich runde leicht, habe einen 30er Hebel.
Der hat viel Spaß gemacht. Ich war recht sicher, dass wir nicht über die 15.000 gehen. Und deswegen habe ich auch mal die letzten 50, 70 Punkte, das war dieser Tag hier, die habe ich dann auch relativ entspannt ausgesessen. Nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass wir hier ein neues High machen. Deswegen setze ich den Put auch relativ eng dran. Nochmal hier die Kennung. Wo ist er? GD8FGA. Ich wurde gebeten, nochmal so einen Termin für ein Webinar zu machen. Das mache ich Anfang Mai. Könnt ihr mal schauen auf der Homepage. Da habe ich den Termin draufgeschrieben. Ich weiß nicht, es ist glaube ich der 1. und 2. Mai, dass ihr das wisst. Und jetzt hatten wir in diesem kleinen Clip, hatten wir Latein, wir hatten Altgriechisch. Jetzt mal schauen, wer das jetzt hier kennt. Fusch Baschlomo. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine super fette Beute. Bye, bye.